Anton Kerscher hat es geschafft. Seit Mitte Mai steht auf der Biennale eine seiner Skulpturen, prominent platziert vor dem Eingang zum Palazzo Mora in Venedig. Für den 63-Jährigen hat sich damit ein großer Traum erfüllt. Wie ein Fußballspieler aus der Kreisliga, der plötzlich in der Weltmannschaft aufläuft. Ne? Also so kommt man sich dafür. Aber ich muss sagen, diese Leute sind sehr professionell und die interessieren sich auch für einen und kommen auch ins Gespräch. Mein Chef uns war jetzt nicht zugegen, aber es waren ja noch andere weltberühmte Bildhauer vor Ort. Und da hat man ja schon einen guten Kontakt und mit denen kann man diskutieren. Und das erhebt einen natürlich schon. Nach Landshuter Fritz König im Jahr 1958 ist es keinem ostbayerischen Künstler mehr gelungen, seine Werke in Venedig auszustellen, so Kerscher. Jetzt ist auch der Künstler aus Bubach bei Mamming in der Szene kein Unbekannter mehr. Die Bekanntheit hat sich auf alle Fälle wesentlich vergrößert und die Aufmerksamkeit, das merkt man auch bei Ihnen jetzt. Ne? Das wäre wahrscheinlich vor 2 Jahren völlig unrealistisch gewesen. Auftragsschlage hat sich auch, also das Interesse an der Kunst an einem ist auch wesentlich größer. Also summa summarum muss man sagen, es ist von heute auf morgen eine ganz andere Welt, wo auf einem zukommt. ZR heißt die Skulptur, die Kerscher vergangenes Jahr für die Isar-Gilde-Ausstellung unter dem Motto Zeiträume entworfen hatte. Die rund 3 Meter großen Buchstaben sind dabei leicht schräg versetzt, sodass es aussieht, als würden sie tanzen. Mit ZR steht der 63-Jährige nun am bisherigen Höhepunkt seiner Künstlerkarriere. Mit 40 habe ich angefangen, Kunst zu machen. Ich habe davor schon immer Interesse an Kunst gehabt, aber Beruf, Familie. Es hat man einfach die Zeit nicht gefunden. Aber es hat in mir immer schon gekribbelt. Und ich habe mit 40 habe ich von heute auf morgen mit Kunst angefangen. Und seitdem, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich immer Zuspruch gefunden. Und mir macht es auch Spaß. Und jetzt in der Rente, ich bin fast in der Rente, muss ich sagen, jetzt habe ich auch die nötige Zeit dazu. Neben der dreidimensionalen Kunst sind auch gesellschaftskritische Stücke eine große Leidenschaft von Anton Kerscher. Damit stieß er in der Vergangenheit oft auf Kritik, wie zum Beispiel mit dem Kunstwerk, in dem er die Flüchtlingsproblematik thematisiert. Hier ist ein Marken-T-Shirt, verarbeitet bewusst ein Marken-T-Shirt, um dadurch auch die Asylanten wollen bei uns sich integrieren. Vor allem ist das ein Kindermarken-T-Shirt, das hat aber in diesem Fall nicht geklappt. Die Asylant wurde abgeschoben und dadurch ist dieses T-Shirt in den Abschiebefängen wieder hängen geblieben. Also wie gesagt, ja, die sollen diese Abschiebeorgane darstellen, die den Asylanten dann letztendlich abschieben. Das ist das, was soll dieses Werk darstellen. Noch bis zum 26. November steht ZR in Venedig. Und vielleicht ist dieses Kunstwerk nicht das letzte, mit dem Anton Kerscher für Schlagzeilen sorgt. Egal ob dreidimensional oder gesellschaftskritisch, Kunst kennt bekanntlich keine Grenzen.